Wer übrigens gerade erst das mitkriegt, ich baue mir jetzt 20, na sagen wir einmal eine Armee aus schwarzen Kutschen und einmal eine Armee aus Teufelsbestien, beziehungsweise Fledermausbestien. Magnet der Finsternis. Bist du total doof? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Nein. Dann ist das so. Gibt's hier nicht sowas. Fertig. Den sollten wir dann rüberziehen dahin. Dann können wir auch den richtigen Helden noch rekrutieren. So, Vampirin. Geh auch da dazu. Da dazu. Deutsch. Da sind die ersten Bestien fertig. Na, sind jetzt nicht auf Kampf ausgelegt, aber. Passt schon. Die großmütige Banshee. Das Antlitz des Schnitters. Der Durst. Finsternis der Verzweiflung. Die Seelenfäule, die ist ja auch eigentlich ganz cool. Dann kannst du noch ausweichen lernen. Da haben wir die maximale Anzahl jetzt erreicht der Helden. Ja, und Fluchfürst können wir dann bald. Ach, da fällt mir ein. Genau, ich wollte ja hier den. Die Beingrube und sowas setzen. Geld, 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 Geld. Who shall we destroy? Genau, lauf da mal rüber und setz dich und stell dich auf. Weinproduktion. In meiner unmenschlichen, untoten Umgebung wird kein Wein getrunken. Hier wird nur Blut getrunken, wie sich das gehört. Ich frage mich eigentlich, warum die anderen mich alle so in Ruhe lassen von der KI. Ich habe eigentlich zurzeit eine niedrige Armeestärke. Was daraus resultiert einfach, dass ich nur noch zwei Armeen unterhalte. Die anderen beiden werden ja noch aufgebaut. Und sonst passiert ja nicht viel. You dare approach a Lord of the Dowie in such a manner?
Oh, ihr wollt nicht mein Vasall werden. Da bin ich aber enttäuscht. Dabei haben wir so lange so friedlich nebeneinander gelebt. Oh, guck mal da. Den kennst du. Ach, wieder der. Den Geigen da brauche ich gar nicht. Na, ich muss hier eher Schlösser aufbauen. Oder Garnisonen. Der war damit auch erstmal durch. Dann bau hier die verdorbenen Grabhügel. Der Rest ist ja okay. Bring me flesh to craft. Ich weiß, hat noch 7000 auf dem Konto. Scheiß drauf. Läuft bei mir. Ich nehme mal einen Schluck zu trinken. Chance auf Diebstahl eines magischen Gegenstands nach der Schlacht. Plus 8%, das ist ja alles, was wir verloren haben. Da muss ich auch nicht mehr vorlesen, wenn der schon weg ist. Unerlaubte Grenzüberschreitung. So, maximal ausgebaut, dann können wir den hier auch abreißen. In 2 Runden kriegt der seinen Wachstumsbonus. Moment, zurück. Erstmal das da weiter ausbauen. Das braucht er 11 Runden, dann machen wir den Ausbau doch noch weiter. Sehr schön. Ach, da ist anstatt der vampirischen Bibliothek. Also nicht dieser vampirischen Bibliothek, oder der Bibliothek. Heldenkapazität +3 bei Nekromanten. Was soll ich mit so vielen Nekromanten? Ich kann eine Armee aus Nekromanten bauen. Ich weiß nicht, ob das effektiv wäre. Ich glaube nicht so. Ich habe gerade diese bekloppte Idee, wirklich eine reine Nekromantenarmee zu bauen. Bringer von Hunger, Untod und Krieg. Ich habe mich immer etwas positiver gesehen. Rekrutiert als die Vampirfürsten eine schwarze Kutsche in eine eurer Armeen. Bau einfach die beste Einheit, die es gibt.
Tja, wieder sehr viel Invest und sehr viel Kosten. Blöpp. Und schon sind wir wieder arm. This night. Darkness comes. More sleep shines. Tomb rot. Boah, ich freue mich schon auf den ersten Kampf mit den Truppen. Das kann nur schlimm werden. Der Plan ist eigentlich, die Kutschen nach vorne und die Flugbestien in der zweiten Reihe. They will serve. What? What? Wäre eine 8 Runden, dann würde ich... Nee, ich verzichte auf eine Flugbestie. Vor allem im Optimalfall können wir dann hier den Fluchfürsten noch rausholen. Sind eigentlich alle Vampire weiblich bis jetzt gewesen? Ich glaube, nur der Manfred darf ein Mann sein. Oh, 2 Bevölkerungsüberschuss auf 5. Jetzt habe ich gerade das Geld nicht parat. Jetzt erklär mir doch mal jemand den Krieg. Ich glaube, ich bin seit 30 Minuten dran oder 40 Minuten, nur hier den Blödsinn zu machen mit dem Ausbauen. Die Leute wollen was sehen. Sie wollen sehen, wie irgendwas stirbt. Ich könnte natürlich auch den Krieg erklären. Aber ich genieße natürlich auch die Ruhe. So, zieh das durch. Mehrere Agenten bzw. Helden von derselben Klasse können wir auch in den Trupp reinmachen. Oh, Moment, dann lass mal das Kostspielige hier nicht machen. Lieber hier auf den Ausbau der südlichen Provinzen setzen. An sich gibt's das gar nicht hier mit diesen 79% vampirische Korruption und die machen wirklich noch Kaffeekränze bei sich in der Ecke. Der hat schon wieder seinen Feuermagier an meine Seite gestellt. Sie wollen sich einfach keine Armeen bilden von mir. Na, nicht von mir, aber halt untote Truppen. Dann dem Reittier. Bats and wolves gather. Hier ist meine Forschung auch am Ende. Jetzt habe ich alles erforscht, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt können wir eigentlich jeden Mist erforschen, den wir nicht brauchen. Ich habe eigentlich gehört, das Chaos kann auch nochmal wiederkommen.
Ich glaube, selbst das wird, sich in die Hose scheißen aktuell. Zombies, Meister des Schwarms, Vampirfledermäuse, Wahrgeiste. Plus 2 für alle Rekruten der Waldgebäudekette. Ach, Kacke, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Plus 15 für schwarze Kutsche. What do you want? Bring me flesh to craft. So. Yes. Gleich sind sie durch. Dann könnten wir noch mehr Vampire haben. Der kann die paar Runden auch warten. Reiß den ruhig ab, wir setzen da auch eine Garnison. Weil wenn ich die Zwerge angreife, werden die mir ja auf die Eier gehen, auch hier links im Westen. Weil sie sind ja verbündet. Bevor die mir wieder hier unten alle Städte platt machen, so wie es halt schon mal gemacht haben, an der Ecke genau. Sollten wir uns lieber darauf konzentrieren, dass wir ein bisschen Verteidigung haben in unseren Städten. Zwei Runden. Entschuldigung fürs ganze Warten, aber Leute, es ist eine Armee nur aus den Flügelbestien. Wenn man so die Gelegenheit hat, das in der Kampagne zu bauen, dann sollte man das vielleicht machen. Nein, ich möchte keine Kreaturen haben, die vom Chaos befleckt sind. Stadtverteidigung. Übrigens kosten die beiden Armeen, glaube ich, zusammen 15.000 im Unterhalt. Ist also kein Schnapper. Ah, Moment, stopp. Da ist einer, der in der Armee ist gerade.
Stopp. Stellt LP der Kämpfer wieder her. Alles gut, ihr sollt keine weiteren Truppen holen. Ich überlege gerade, hier ist eigentlich alles fertig gebaut, ne? Dann geh mal rüber. Hier wird produktionstechnisch auch nichts mehr passieren. Ich ziehe mir gerade sowas wie eine kleine Heldenarmee zusammen auch. Wenn man da die Möglichkeit zu hat, sollte man es vielleicht auch mal machen. Das Untote ist untot. Nein. Es macht sich lustig über die restlichen Überlebenden. Brauchen wir noch Wachstum? Nö, kann weg. Da können wir es mal eben so stehen lassen. Da könnte auch Verteidigung aufbauen. Do you take me for a wazzock? Der kann die 5 Runden auf euch warten. Ich überlege gerade, wo wir am besten. Das hier unten sind die Generälenzwerge, oder? Müssen wir ganz kurz schauen, wie wer verbündet ist. Ach, Moment, Karak-Ziffin ist verbündet mit dem und der ist verbündet mit dem. Aber wenn ich ihn angreife, muss er in den Krieg ziehen. Das heißt nur lange nicht, dass er mit in den Krieg zieht, oder? Ach komm, wir testen unsere Armeen. Obwohl man es kaum Armeen nennen kann, es sind einfach 20 Einheiten. Ich freue mich schon auf die automatische Berechnung. Dunkle Schule. Was bedeutet das jetzt wieder? Errichtet er als die Vampirfürsten die Altdorfer Magierakademien. Ja, habe ich gemacht. Hinfort mit euch Migranten. Ich habe keine Zeit, euch auch noch umzuwandeln in Untote. Ich weiß, viele wollen untot sein. Aber wir können nur die Creme de la Creme aufnehmen in unsere Reihen. Alle 13.000 für den Hafen sehe ich jetzt eigentlich nicht so ein. Forschung groß 168% schon. Moment, zieht mal die Banshees zusammen. Die sollen die Mauern kaputt machen gleich. So, da laufen sie zusammen.
It is night. Dumm. Ach, deutsche Übersetzung, immer schön. Der Durst, Schutz, Überzeugung, Wahrsagen, unsterblicher Wille. So, auch rein. Bestimmt nicht limitiert die Anzahl der Helden, die man reinnehmen kann, oder?